zu leben, was ich gerade mag, also was mir am meisten Spaß macht. Das ist das Schönste, was ich eigentlich erleben darf. Schön. Und apropos Weiterentwicklung, kannst du dich noch erinnern, wie alles angefangen hat? In unserer Hochzeitsfestshow 2005 war es, hattest du deinen ersten Fernsehauftritt. Schau mal, wir haben ein paar Bilder noch mal von damals. Süß, wir zwei. Hm? Schön, oder? Da waren wir ja noch kein Paar. Nee, man muss auch sagen, das war ja nicht Liebe auf den ersten Blick. Ne? Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, was hast du damals über mich gedacht? Das würde mich interessieren. Ja. Warum lachen Sie da? Also jetzt mal mehr, ich würde das gerne mal wissen. Also ich muss sagen, er war, als wir uns kennengelernt haben, schon damals wahnsinnig nett. Und ich fand ihn ganz bezaubernd. Aber du warst auch jetzt nicht so die Perle, muss ich sagen. Da bist du jetzt mittlerweile. Also jetzt, Moment. Da bin ich komplett dran schuld, ne? Naja, von wegen. Ja. Du warst mit mir noch nie beim Einkaufen, beim Friseur, wenn ich bin, schimpfst du mich danach. So, also an dir lag es jetzt nicht, aber man ändert sich ja natürlich, man entwickelt sich weiter. Gott sei Dank, aber du warst damals auch noch nicht so heiß wie heute. Das muss man jetzt auch mal sagen. Du. Also das war so. Wir haben uns beide einfach entwickelt, ja, das muss doch mal so stehen. Ja, genau, genau. Du dich noch ein bisschen besser als ich. Das muss ich jetzt persönlich sagen, sonst kriege ich morgen. Was willst du jetzt eigentlich hören, hä? Nee, gar nicht. Weißt du was, wir ändern jetzt einfach das Thema. Wir wechseln das Thema. Sag mal, weißt du eigentlich noch, wie oft wir dich hier in dieser Show überrascht haben? Ich kann das gar nicht sehen. Es war auf jeden Fall eine Menge. Ja, also ganz, ganz oft immer mit entweder Goldenen oder Sonstigem oder Überraschungen auf dem Parkplatz. Überall haben wir dich überrascht. Ja. Und das Schöne ist, der Mann, der sich diese Überraschungen immer ausdenkt, also der immer wieder diese Ideen für diese Show hat, der sozusagen der Koch ist, der immer wieder ein tolles Menü zubereitet, das ich dann Ihnen präsentieren darf, der hat genau heute Geburtstag. Und ich weiß, er mag es immer.